Also wie gehen die mit verschiedenen Situationen um? Ich muss dazu sagen, ich habe 3 kleine Kinder. Die älteste ist jetzt 5 Jahre alt. Also ich habe der CDU schon mal gezeigt, was Familienpolitik in einer Legislaturperiode bedeutet. Da kann man nämlich ganz gut was machen. Und wir sind ja auch für die Mehrkinderfamilien. Und da werde ich mich auch im Landtag weiterhin für einsetzen, dass wir endlich zu einer Familienpolitik zurückkehren, die Familien fördert. Und dann müssen wir nämlich nie über irgendwelche skurrilen Einwanderungstheorien und Fachkräften aus dem Ausland reden, wenn wir endlich vernünftig anfangen, Familien in unserem Land zu würdigen, das zu unterstützen und endlich finanziell auch zu untermauern. Das fehlt einfach in diesem Land. Jetzt gibt es eine lustige Begebenheit. Bei uns sind die Bäder nie verschlossen und ab und zu kommt meine 5-jährige Tochter ins Bad reingestürmt, wenn der Vater so unter der Dusche steht, guckt mich dann an, lacht und sagt, haha, Papa, du bist ein Junge. Und da frage ich mich, was würde jetzt Anton Hofreiter machen? Na? Also würde er dann eine große Diskussion beginnen, ich bin heute Transgender, Unterstrich, Oberstrich, irgendwas, oder das, was du siehst, das hat mit dem sozialen Geschlecht nichts zu tun. Und das ist ja dieser ganze Gender-Gagger, der gerade schon angesprochen wird, der ist ja von der EU gekommen in den 90er Jahren und Schröder hat es dann umgesetzt. Und wir hatten vor 3 Jahren hier eine schöne Veranstaltung in Freiberg von der CDU veranstaltet, war Frau Kelle da, die ich sehr schätze, die hat nur einen Fehler, die hat das falsche Parteibuch. Und die hat einen wunderschönen Vortrag gehalten und hinterher sagte dann auch die CDU hier aus Mittelsachsen, naja, das haben wir nicht gewusst, was da passiert mit diesem ganzen Gender-Gacka. Die haben das Papier auf dem Tisch gehabt, die haben dem durchgewunken und haben es anscheinend nie gewusst. Und ich bin dann zu dem Landtagsabgeordneten, ich war damals noch nie Abgeordneter, hin und habe gesagt, wie kann das sein, dass ihr jetzt in den Orientierungsplan für Sexualerziehung in Sachsen, dass das Wort Gender reinkommt? Wie könnt ihr sowas machen als CDU? Und dann hat er mir damals gesagt, naja, mit so einer SPD muss man auch Kompromisse eingehen. Jetzt würde ich sagen, gut, okay, Kompromiss eingehen, das Wort steht drin, das ist egal. Und das würden Sie vielleicht auch denken, dass das unter CDU-Herrschaft hier in Sachsen noch funktioniert. Jetzt gibt es ein tolles Instrument für Abgeordnete, was ich auch regelmäßig nutze, kleine Anfragen. Und da haben wir beispielsweise herausgefunden, dass in Sachsen, ich möchte jetzt betonen, in Sachsen unter CDU-Herrschaft, Vereine unterwegs sind wie beispielsweise Different People e.V. Die bekommt dann jährliche Förderung von 55.000 Euro, ich kann ja die Anfrage dann zeigen, bis 75.000 Euro und die machen verschiedene Projekte, die sich an Schülerinnen der 3. bis 5. Klasse in Schule und Hort richtet und Inhalt ist dann Akzeptanz versetzt Berge, Aufklärungsprojekt für mehr gelebte Akzeptanz gegenüber verschiedenen Lebensweisen im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung und geschlechtlicher Identität. Das, meine Damen und Herren, wird in Sachsen gefördert. Und ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, jetzt gibt es ja überall bei diesen Stellenausschreibungen MWD, dass es einen Aufschrei gibt. Weil das ist männlich, weiß und deutsch, wenn sie es brutal nehmen würden. Und also wenn das mal irgendwann rauskommt, dass die vielleicht das damit meinen, dann wird es ja in dem Land richtig lustig. Das zweite Beispiel, auch von zu Hause. Wir haben ein Haus gebaut und unser Haus, das vergleiche ich gerne mit der EU. Warum? Unsere Kinder haben jeder ein eigenes Kinderzimmer. Da leben ganz unterschiedliche Fantasiefiguren. Man könnte also sagen, unterschiedliche Völker funktionieren da. Die Türen gehen offen zu. Das heißt, man hat offene Grenzen. Die Kinder bewegen sich hin und her. Es beginnt auch ein Austausch von verschiedenen Sachen. Da werden Kuscheltiere ausgetauscht und Stifte. Und warum funktioniert das? Das funktioniert, weil meine Frau und ich unsere Haustüre zuschließen, weil wir eine gesicherte Außengrenze haben. Und genauso muss diese EU funktionieren. Wir brauchen eine geschützte Außengrenze und dann kann dieser Austausch der Innengrenzen funktionieren. Aber wir sagen an dem Punkt, es funktioniert eben nicht, wenn diese unkontrollierte Masseneinwanderung kommt. Und auch hier, Sie sehen jetzt diese Plakate, innere Sicherheit, starke Heimat. Ich kriege da einen Lachanfall, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wie kann man sowas plakatieren, dass man hier 2015 dieses Chaos mit angestiftet hat, dass wir 12.000 Ausreisepflichtige haben in Sachsen, dass wir ein Abschiebegefängnis haben, das leer steht und dann sowas plakatieren als CDU. Und es betrifft uns in Freiberg, erinnern Sie sich an den Fall sexuelle Übergriffe im Johannesbad im Oktober. Ich habe dazu die Staatsregierung gefragt, ich möchte aus der Antwort zitieren. Der Mann ist 2000 nach Deutschland gekommen, hat einen Asylantrag gestellt, der wurde 2001 abgelehnt und rechtskräftig abgelehnt wurde dann 2014. Und 2018 ist er dann hier 14 Jahre später im Johannesbad unterwegs gewesen und hat 3 junge Mädchen sexuell belästigt. Und jetzt kommt hier die Antwort der Staatsregierung, können Sie sich angucken, das ist Staatsversagen schwarz auf weiß. Sein Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland wurde jedoch geduldet, da er keine Reisedokumente, die sind ja immer verschwunden, das Handy ist da, verlegte
und seinem Herkunftsland, jetzt kommt's, gegen den Willen des Staatsbürgers keine Reisedokumente beschafft werden konnten. Also der politische Wille fehlt hier, Leute einfach abzuschieben und Sachen durchzusetzen. Und meine Damen und Herren, das sage ich Ihnen ganz deutlich, wir wollen im September stärkste Kraft werden und ich werde mich dafür stark machen, dass wir eine Abschiebekultur in Sachsen wieder beginnen. Weil Recht und Gesetz muss wieder herrschen. Und das letzte Beispiel, das habe ich dann letztes Jahr erlebt, seitdem ich im Landtag sitze, Datenschutzgrundverordnung, kam von der EU, ist auch durch das sächsische Parlament gegangen. Wir haben darüber dann mit den anderen Fraktionen debattiert und alle anderen sagten, das kommt von der EU, wir müssen das jetzt übernehmen, selbst die Grünen, ja, das ist zwar vielleicht keine tolle Sache, aber wir müssen EU-Gesetze umsetzen. Und ich frage mich immer, wenn ich darüber abstimmen kann, warum kann ich nie Nein sagen? Ich meine, ich habe ein gutes Recht als Parlamentarier. Setzen wir doch mal ein Zeichen und stimmen dagegen. Wir waren die Einzigen, die dem nie zugestimmt haben. 14 Tage später, nachdem es beschlossen war, stellt sich Herr Kupfer hin, damals noch CDU-Fraktionschef, und sagt, also dass es so schlimm kommt, das haben wir nicht gewusst. Also die haben viel mehr Abgeordnete als wir, die haben viel mehr Mitarbeiter als wir. Die sind 29 Jahre in dem System verankert. Ich meine, dass wir noch lernen und gewisse Sachen, gerade bei einer kleinen Fraktion, noch nie so gut, auch nach 4,5 Jahren funktionieren, weil einfach zu wenig Personal da ist, das müssen sie uns nachsehen. Aber wer hier 29 Jahre regiert und dann hinterher sagt, also das haben wir nie gewusst, dass es so kommt, jetzt reden Sie mal bitte mit Handwerkern und den ganzen Leuten, ich möchte darauf hinweisen, wir fotografieren heute Abend. Wenn Sie das nicht möchten, sagen Sie uns das bitte hinterher, beziehungsweise wir würden das dann, das ist meistens von dort hinten fotografiert, dass Sie auch anonym dargestellt werden. Sie sehen also, es läuft mächtig was schief in diesem Land und wir müssen was ändern. Und jetzt stelle ich mal die Frage rüber als Überleitung, das ist ein bisschen ein Bruch, die EU auf dem Weg in die EU-DSSR. Ich bin gespannt, Frau Miazga, was es damit auf sich hat. Ich habe so eine Ahnung und freue mich auf Ihren Vortrag.